Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Häkelhörnchen und heute gibt es wieder eine komplette Anleitung und zwar für diesen wunderschönen Pullover. Den könnt ihr in jeder Größe stricken, wie ihr das auf eure Wolle und eure Größe umrechnen könnt. Das erkläre ich euch gleich im folgenden Video. Also ihr könnt dafür dann natürlich jede Wolle nehmen, jede Nadel, die ihr machen möchtet und wie wir diese Farbwechsel sauber stricken, das erkläre ich euch auch. Es wird alles also ganz genau Schritt für Schritt von der Aufteilung der Raglanlinie über die Bündchen wird alles genau erklärt und gezeigt bis hin zum fertigen Pullover. Ich hätte gerne meine Ärmel auch in diesen breiten Streifen gemacht, wie hier vorne am Pullover. Aber da hat meine Wolle leider nicht mehr gereicht. Deswegen musste ich doch noch einen weißen Streifen mit einarbeiten. Weiß war eigentlich nur geplant für die Bündchen und für die Ziernähte hier. Aber manchmal muss man improvisieren. In dem Fall hatte ich zu wenig Wolle und jetzt sind die Ärmel so. Im Video erkläre ich euch die Berechnung für die Ärmel in diesen drei Farben und was ihr rechnen könnt, falls ihr mehr Farben benutzt und wie ihr das Ganze ausmessen könnt. Ich schreibe euch jetzt in die Beschreibung einfach nochmal, wie viele Reihen ich hier in welcher Farbe gestrickt habe, falls ihr also auch diese Art der Streifen zu dem Pullover machen möchtet. Jetzt folgt erstmal ein kleines Video, wie die Farbwechsel sauber gestaltet werden können, damit man auf der Rückseite des Pullovers nicht sieht, dass man hier in der Runde einen Farbwechsel gestrickt hat. Das zeige ich euch jetzt direkt im Anschluss, weil ich vergessen habe, das im Video zu filmen. Falls Fragen aufkommen, einfach in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Ansonsten schreibe ich noch in die Beschreibung rein, welche Wolle ich genutzt habe, die ich übrigens sehr empfehlen kann, die wunderschön ist. Ich habe doppelfädig gestrickt. Ihr könnt das aber natürlich auch einfädig machen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr dürft das Video natürlich wie immer auch gerne teilen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Bis bald. Tschüss. Bevor es gleich mit dem Start losgeht, möchte ich euch eben noch zeigen, wie ihr diese Farbwechsel hier sauber hinbekommt, weil das in der Runde muss man dann eine kleine Kleinigkeit beachten, damit das hinterher hier so aussieht. Die Fäden sind noch nicht vernäht, ne? Aber ihr seht, es ist hier ganz glatt alles, die sauberen Übergänge. Irgendwo habe ich das vergessen, das kann ich euch auch zeigen. Wenn ihr das nämlich vergesst, genau hier, dann sieht das so aus. Dann habt ihr immer eine Masche, die so ein bisschen weiter runterhängt. Das werde ich aber nachher vernähen, sodass man es möglichst nicht sieht. Und normalerweise sollte das hier so glatt aussehen. Das habe ich vergessen, euch im folgenden Video zu zeigen. Deswegen machen wir das jetzt. Ich habe jetzt in meiner rosanen Farbe noch eine Masche zu stricken. Das mache ich jetzt. Dann nehmen wir den Maschenmarkierer rüber. Ich schneide mir jetzt rosa ab, weil ich das jetzt nicht mehr benötige. Ich lasse immer ein bisschen Faden übrig, damit ich das vernähen kann. Und dann nehme ich mir meine neue Farbe. Und zwar ist das in diesem Fall weiß. Zack, runtergefallen. Lass mir hier auch ein Fadenende über. Und fange jetzt an, einfach die ersten Maschen damit rechts abzustricken. Der Punkt, den ihr beachten müsst, folgt am Ende dieser Runde. Das heißt also, erstmal wird alles nur ganz normal rechts abgestrickt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir am Ende der Runde angekommen sind, dann zeige ich euch, was ihr machen müsst, damit der Rundenübergang glatt wird. Ich bin jetzt hier am Ende der Runde angekommen und stricke jetzt noch meine letzte Masche rechts. Die ist natürlich locker, weil das der abgeschnittene Faden ist, aber das kann man sich sonst einfach hier hinten ein bisschen festziehen. Aber das macht nichts, das kann man auch beim Vernähen machen. Jetzt nehmt ihr den Maschenmarkierer rüber und bevor ihr Runde 2 in der neuen Farbe startet, nehmt ihr euch hier vorne von der letzten rosanen Masche das äußere rechte Maschenglied und hebt euch das einmal zu dem weißen Faden
auf die Nadel. Ich muss das mal eben hier hinten ein bisschen glatt ziehen, dann kann man das besser sehen. So, dann sieht das so aus. Und das wird zusammen abgestrickt. Ich zeige euch das nochmal. Ihr habt also hier eure erste Masche. Darunter liegt die letzte Masche in der rosanen Farbe. Und das hat zwei Maschenglieder. Einmal das und einmal das. Und ihr nehmt euch dieses und hebt das einfach mit auf die Nadel. Und dann strickt ihr diese Masche, das heißt die erste Masche und diese hochgehobene, dieses hochgehobene Maschenglied, zusammen rechts ab. Und damit habt ihr hinter einen sauberen Übergang. Der Rest kann einfach ganz normal wie gehabt dann weiter gestrickt werden. In den nächsten Runden müsst ihr nichts mehr beachten. Das gilt immer nur für die erste Runde in der neuen Farbe. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Pullover. Ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes stricke ich mir nun eine Maschenprobe, weil ich dieses Garn hier zwar auch schon mal verstrickt habe und mir auch eine Maschenprobe gemacht habe, allerdings natürlich nicht doppelfädig und nicht mit einer Vierernadel. Das heißt also, ich muss mir eine neue Maschenprobe machen und die stricke ich mir dann natürlich auch mit zwei Fäden. Das ist hier der Anfang vom Strang, das mache ich mal eben ab. So. Ich werde mir jetzt dafür 25 Maschen anschlagen. Wenn ihr mit zwei Fäden eine Maschenprobe macht, macht ihr das genauso wie einfädig. Das ist eigentlich kein Problem. So. Ihr nehmt euch ihr legt die einfach, ne, wie ein Knäuel hin. Wickelt euch dafür nur am besten halt dann zwei Knäuel. Ich habe das hier über eine Toilettenrolle gewickelt und das per Hand dauert. Also wenn ihr das per Hand, ne, zum kleinen Knäuel wickelt, dann ist das ja erst so winzig und dann wird das größer. Das dauert fünfmal so lange. Also über so eine Toilettenpapierrolle geht viel schneller. So, dann nehmen wir uns jetzt, schlagen wir jetzt noch 24 Maschen an. Ich habe jetzt hier die 25 Maschen angeschlagen. Und jetzt stricke ich erstmal 3 oder 4 oder vielleicht 5 Reihen, alle Maschen rechts, damit ich einen krausen Rand habe. Dann kann ich nachher gut messen. Das sind ja nur ein paar Maschen, das ist ja schnell gemacht. Und wie ich auch schon mal in anderen Videos erzählt habe, Maschenprobe finde ich super, weil ihr nicht nur alles Mögliche daran ausmessen könnt und damit alles berechnen könnt, sondern ihr habt einfach auch gleich ein richtig schönes Gefühl für das Garn. Wie lässt sich das stricken? Wie sieht das aus? Sieht das schön aus mit meiner Nadelstärke? Man kann dann einfach auch zwischendurch nochmal die Nadelstärke wechseln. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier ein paar Reihen mit in glatt rechts dann mit der Vierernadel gestrickt habt und denkt, oh, sieht irgendwie nicht so schön aus, dann nehmt ihr einfach eine 5er-Nadel oder eine 4,5er oder eine 3,5er und strickt ein paar Reihen weiter hoch mit einer anderen Stärke. Und dann habt ihr gleich einen direkten Vergleich, wie das aussieht und was euch besser gefällt. Ich habe dieses Garn schon mal gewaschen. Deswegen weiß ich, dass das nicht einläuft oder größer wird. Also brauche ich meine jetzige Maschenprobe hier nicht waschen. Wenn ihr ein Garn habt, das ihr noch nicht kennt, würde ich das eigentlich immer empfehlen, gerade bei Pullovern, weil sich da doch ganz schön was ändern kann. Also manchmal ist es sogar bis zu 2 Maschen sogar Unterschied, ungewaschen und gewaschen. Deswegen kettet euch dann die Maschenprobe ab. Ihr braucht die nicht 10 cm hoch zu stricken. 10 cm Breite ist in dem Fall wichtiger. Und schmeißt die einmal so in die Wäsche, wie ihr halt auch später den Pullover waschen möchtet. Dann habt ihr auf jeden Fall ein genaues Maß. Also ich stricke jetzt erstmal noch 2 Reihen, denke ich, kraus rechts.
Dann fange ich an mit dem Glatt rechts und dafür wird ja in der einen Reihe recht, werden in der einen Reihe rechte Maschen und in der anderen Reihe linke Maschen gestrickt. Und dann mache ich das ungefähr so hoch, dass ich das gleich gut ausmessen kann. Ich melde mich dann auf jeden Fall wieder bei euch. So, ich bin jetzt soweit fertig mit meiner Maschenprobe. Mir reicht das, um das auszumessen. Und mir gefällt das auch gut. Also ich werde das auf jeden Fall so zweifädig verstricken. Und jetzt kommen wir ans Messen. Ihr könnt dafür ein ganz normales Lineal nehmen oder ihr habt vielleicht auch solche Zählrahmen. Und dann legen wir uns das an auf unserem glatt rechts gestrickten. Was sind ja die Zahlen, die wir brauchen? Also hier lasse ich die erste Masche weg, setze mir das so an, dass das hier bündig abschließt. Und dann sehe ich eigentlich schon, die fällt aus den 10 cm raus und die beiden auch. Ne? Da ich weiß, dass ich 25 aufgenommen habe, müssten es jetzt eigentlich 23 sein. Aber wir können das auch einfach nochmal durchzählen. Und zwar könnt ihr hier einfach Masche für Masche abzählen. Oder hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Stimmt, 22. 25 minus 13, nur 22. So, also ich habe hier 22 Maschen auf 10 cm. Das notiere ich mir gleich. Und was jetzt für mich noch interessant ist, ich will jetzt auch wissen, wie viele Maschen ich in der Höhe brauche, weil ich mir für die Blockstreifen, die wir machen, schon mal im Vorfeld ungefähr ausrechnen will, wie viele Reihen ich pro Blockstreifen stricke. Weil ich habe drei Grundfarben, eine Zwischenfarbe für die Zwischenreihen und dann, damit ich ungefähr weiß, mein Pullover soll so lang werden, wie lang mache ich die Blockstreifen, dass ich mit meinen drei Farben gut hinkomme. Da können wir uns einfach 1 cm abmessen. Ne? 1, 2, 3 Maschen sind 1 cm. Und das schreiben wir uns jetzt auf. Die richtige Seite raussuchen. So. Maschenprobe. Die Wolle ist, ich schreibe mir das immer auf, damit ich das hinterher noch weiß, weil ich sag mal, so nach Jahren weiß man es wahrscheinlich nicht mehr. Zweifädig, 4 mm Nadel. Und da kam raus, was habe ich gesagt, 22 Maschen auf 10 cm Breite. Und 3 Maschen auf 1 cm Höhe. So, das sind also unsere Grundwerte, mit denen wir gleich rechnen werden. Und falls ihr also so wie ich jetzt ein Garn habt, was ihr nicht mehr waschen müsst, weil ihr wisst, wie sich das verhält, könnt ihr jetzt einfach die Nadel rausziehen und das Ganze wieder aufmachen. Ich mache das auf jeden Fall. Wickel mir das jetzt einmal hier um die 2 Knäuel drum. Oder einfach nur um das eine, dass ich das dann gleich so verstricken kann. Ne? Ich mache das jetzt auf und dann sehen wir uns gleich wieder, um uns eben unseren Maschenanschlag zu berechnen. Das geht rucki zucki, keine Sorge, das machen wir ganz flott zusammen. Ich habe mir dazu jetzt schon ein bisschen was aufgeschrieben. Und zwar hatte ich mir hier die Werte für die Maschenprobe aufgeschrieben. Bei mir kam ja raus 22 Maschen auf 10 cm Breite. Und 3 Maschen auf 1 cm Höhe. Jetzt braucht ihr als nächstes euren Kopfumfang. Ich mache das ja jetzt für meine Tochter und die hat 49 cm Kopfumfang. Da würde ich auch nicht drauf rechnen, sondern das würde ich schon genau nach Kopfumfang machen. Wir machen uns das Bündchen zum Schluss dran, dann wird das noch ein bisschen, damit das ein bisschen besser am Hals sitzt. Aber das ist halt der zweite Wert, den ihr braucht. Und dann rechnen wir diese 22 Maschen mal die 49 cm von unserem Kopfumfang und teilen uns das durch 10. Und da kommt dann unser Maschenanschlag raus. Das sind in meinem Fall 107,8.
Das runde ich einfach auf 108 Maschen, die ich für den Pullover anschlage. Jetzt kriege ich das hier nicht aufs Bild. Doch, da. So. Habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben. 108 Maschen werde ich anschlagen. Und diese 108 Maschen sind 100% von all unseren Maschen. Und die teilen wir uns jetzt direkt auf in unser Vorderteil, in unser Rückenteil und in unsere Ärmel. Und das verteile ich wie folgt. 40% der Maschen nehme ich für vorne, 35% der Maschen für hinten und 25% für beide Ärmel. Und das können wir uns jetzt super mit dem Taschenrechner ausrechnen. Den muss ich mir natürlich gerade eben holen, Moment. Ihr rechnet also jetzt einfach mit eurem Taschenrechner eure Maschenanzahl für die einzelnen Teile aus. Und zwar gebt ihr dafür ein, diese 108 und dann rechnet ihr mal 40 und dann drückt ihr das Prozentzeichen. Und da kommen raus 43,2. Wir rechnen das erstmal einmal alles so aus. Das heißt 108 Maschen für das Rückenteil mal 35%. Und das sind 37,8 Maschen. Und jetzt bei den Ärmeln müssen wir uns diese 25 ja nochmal durch 2 teilen, weil wir ja 2 Ärmel brauchen. Das wären also 12,5% pro Ärmel. Und dann können wir das direkt so ausrechnen. 108 mal 12,5%. Das wären 13,5 Maschen. Jetzt würde ich mir einfach für die Ärmel aus diesen 13,5 mache ich mir 14 Maschen pro Ärmel. Jetzt haben wir hier aufgerundet, das heißt, wir müssen irgendwo was wegnehmen. Ich würde hier oben die 43 für das Vorderteil lassen. Und dann rechne ich mir das jetzt aus hier, was ich noch übrig habe für meinen Rückenteil. Also, ihr könnt jetzt einfach rechnen, 108 minus 14 für den ersten Ärmel, minus 14 für den zweiten Ärmel, minus 43 für unser Vorderteil und da kommen dann 37 Maschen für unser Rückenteil raus. Wenn ihr jetzt noch mal sicher gehen wollt, könnt ihr das auch noch mal addieren. Also 43 plus 37 plus 14 für den ersten Ärmel plus 14 für den zweiten Ärmel sind 108 Maschen. Und das ist das, was wir anschlagen und das ist das, wie wir das aufteilen. Ich male dazu immer ganz gerne mir meinen Kragen von oben auf. Das wäre also jetzt quasi das, wie man von oben drauf guckt. Und jetzt machen wir hier unser Vorderteil, hier unser Rückenteil und dann kommen hier unsere Ärmel hin. So muss man sich das vorstellen, wenn man von oben auf das Strickstück drauf guckt. Das hier sind unsere Raglan-Schrägen, an denen wir die Zunahmen machen. Da wir in diesem Fall eine ganz, ganz einfache Zunahme machen, brauchen wir dafür keine extra Maschen anschlagen, sondern wir setzen uns einfach die Markierer an diese Stellen. Jetzt nehmen wir unsere Maschen, die wir uns hier ausgerechnet haben, und setzen die einfach hier ein. 14, 37 für den Rücken, 14 für die Ärmel. Dann haben wir also jetzt unsere Sachen aufgeteilt. Der nächste Schritt ist, ich nehme jetzt 108 Maschen auf. Ihr nehmt die Maschen auf, die ihr ausgerechnet habt. Und wenn wir das gemacht haben, setzen wir uns die Markierer so, wie das hier ausgerechnet wurde. Und das machen wir dann zusammen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Vielleicht noch eine Info zu der Länge des Pullovers. Wenn ihr auch in Blockstreifen stricken möchtet, so wie ich, dann müsst ihr euch vorher überlegen, wie viele Farben ihr einbauen wollt. In meinem Fall sind das ja 3 Farben. Das heißt, ich möchte wissen, wie viele Reihen ich in welcher Farbe stricke, um meine Länge vom Pullover zu erreichen. Dazu habe ich mir einfach einen Pullover von meiner Tochter ausgemessen, der jetzt leicht zu groß ist, inklusive Bündchen.
Und ich mache den jetzt aber ein bisschen länger. Das heißt, ich habe jetzt diese Zahl übernommen, 45 cm Länge von der Schulter bis unten, ohne Bündchen. Das Bündchen würde hinterher noch drankommen und damit ist er dann noch ein Stück länger. Jetzt haben wir uns ja hier ausgemessen die Höhe von unserem Strickstück. Und da sind ja drei Maschen rausgekommen, die 1 cm ergeben. Somit habe ich jetzt folgende Rechnung gerechnet. Ich habe mir erstmal die 45 cm meiner Gesamtlänge des Pullovers durch 3 geteilt, weil ich ja wissen möchte, wie viele Reihen ich insgesamt stricken muss. Die 3 ist also die Anzahl der Maschen, ne, die bei euch rausgekommen sind. Also bei mir 3 und bei euch je nachdem. Damit muss ich also 135 Reihen insgesamt stricken in der Länge, um diese 45 cm zu erreichen. Dann teile ich mir die 135 nochmal durch 3, weil ich ja 3 verschiedene Farben nehme. Wenn ihr jetzt 4 verschiedene Farben nehmt, müsst ihr euch die 135 durch 4 teilen. Wenn ihr nur 2 Farben nehmt, müsst ihr die 135 durch 2 teilen. Und bei mir ist damit dann rausgekommen 45 Reihen pro Farbe. Das heißt also, ich werde mit meiner ersten hellrosanen 45 Reihen stricken und dann zu meiner zweiten Farbe wechseln. So, ich habe jetzt die 108 Maschen hier angeschlagen und werde mir jetzt werde ich erst zur Runde schließen? Ich stricke erstmal eine Runde, genau. Ich stricke erstmal eine Runde und zwar habe ich ja eine Rundstricknadel mit einem bisschen zu langen Seil. Das heißt, ich mache das jetzt mit dieser Magic Loop Methode, weil ich fast alles mit der Rundstricknadel stricke. Und dazu ziehe ich mir einfach hier irgendwo relativ mittig, es muss nicht genau mittig sein, das Seil raus. Und zwar so weit, dass mir hier diese Maschen auf die andere Nadel nach vorne kommen. Jetzt kann ich mir die hier raufschieben. Ich mache das auch immer so, dass ich mir direkt alle Maschen raufschiebe. So sieht das jetzt aus, ne? Hier ist das lange Seil draußen und ihr habt jetzt erstmal beide Maschen auf dem Seil. Ich kann jetzt so in der Runde stricken. Wenn das bei euch nicht geht, wenn das zu eng ist, dann müsst ihr euch hier die Nadel auch noch mal rausziehen. Aber wir können das gleich mal machen. Ich will nur erstmal gucken, dass ich nichts verdreht habe. Dazu schaue ich immer, dass diese Knötchen von der Maschenaufnahme innen liegen. Hier auch, die liegen alle innen. Und jetzt könnt ihr euch quasi diese Nadel, wo euer Arbeitsfaden noch mit dran ist, könnt ihr euch auch rausziehen. Und dann haben wir hier genug Raum, um in der Runde zu stricken. Jetzt brauchen wir den Arbeitsfaden. Gucken noch mal, dass nichts verdreht ist. Schon was verdreht, die müssen wir in die Richtung drehen. So, und um zur Runde zu schließen, strickt man einfach die erste Masche. Das ist, hört sich immer alles so kompliziert an, ist es aber gar nicht. Das heißt also, ihr strickt einfach jetzt erstmal alle Maschen rechts ab. Die erste zieht man sich hier so ein bisschen ran. Und dann streckt ihr alle Maschen rechts ab. Wenn wir zu unserem Übergang vom Seil kommen, sehen wir uns nochmal wieder. Dann zeige ich euch, wie ihr das da machen müsst. Ich bin jetzt hier bei den letzten 3 Maschen auf meiner Nadel angekommen. Die stricke ich also auch einfach ganz normal rechts ab und habe jetzt folgendes Bild. Jetzt nehme ich mir einfach das Seil hier hinten wieder und ziehe das so lange raus, bis mir diese Maschen hier auch wieder auf die Nadel kommen, damit ich sie stricken kann. Schiebt die dann so. Die erste Runde ist meistens ein bisschen unbequem zu stricken, aber wenn man dann in der zweiten Runde
schon ein bisschen festeres Gewebe hat, wird das einfacher und das wird dann von Runde zu Runde einfacher. Wir machen jetzt auch gleich Zunahmen, sodass wir irgendwann ein bisschen mehr von diesem Seil hier brauchen. Und jetzt könnt ihr im Grunde genommen schon hier wieder weiter stricken. Mir ist das hier zu eng, das heißt, ich muss mir diese Nadel ein bisschen rausziehen. Achtet bei dem Übergang auch nochmal darauf, euch den anzuziehen. Und dann strickt ihr auch hier wieder alle Maschen rechts ab, bis ihr quasi wieder am runden Anfang angekommen seid. Und dann sehen wir uns wieder. Ich habe mir jetzt 5 Markierer rausgesucht. Und zwar 4 Markierer für die Zunahmen, also unsere Raglanlinie, und einen für unseren runden Anfang. Ich werde mir einen Reihenzähler zur Hilfe nehmen, weil ich ja jetzt auch 45 Reihen pro Farbe häkel, und für Anfänger ist es vielleicht einfacher, weil ihr in jeder zweiten Runde zunehmt, und wenn ihr euch dann einfach immer hier eure Runden weiterdrückt, wisst ihr immer, wir haben ja jetzt eine Runde gestrickt ohne Zunahmen, also kommt jetzt Runde 2, dann wisst ihr immer, also in den geraden Runden kommen die Zunahmen, wobei man das auch an den Maschen sehen kann, aber manchmal ist das für Anfänger ein bisschen einfacher. Gut, dann zählen wir jetzt mal ab. Also hier ist unser Rundenanfang und unser Rundenende. Das ist für mich die Mitte des Rückens und mein Rundenanfang. Den setze ich mir aber erst nachher ein, sonst fällt er mir gleich wieder raus. Und jetzt zähle ich mir ein halbes Rückenteil ab. Das heißt, ich hatte ja für den Rücken 37 Maschen angeschlagen. Und wenn ich jetzt ein halbes Rückenteil abzählen will, muss ich mir diese 37 einmal durch 2 teilen. Da kommt 18,5 raus. Also zähle ich mir jetzt hier erstmal einmal 18 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18. Und danach, hinter Masche 18, hängt ihr euch euren ersten Markierer ein. Jetzt folgen die Ärmelmaschen, und da hatte ich, glaube ich, Moment, 14. Genau, 14 für den ersten Ärmel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das heißt, danach wieder ein Markierer reinhängen. Jetzt kommt unser Vorderteil, und da habe ich 43 Maschen ausgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt folgt der zweite Ärmel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das ist natürlich nicht auf, ist klar. 14. Und jetzt müsste ich noch 19 Maschen für das zweite Rückenteil übrig haben. Sehen wir noch mal. Das sind 18, 19. Perfekt. Dann habe ich also richtig gezählt und habe mir jetzt meine Maschen aufgeteilt. Jetzt stricke ich einfach weiter mit der Magic Loop Methode. Das heißt, ich nehme jetzt hier irgendwo mittig wieder das Seil raus und ziehe mir als erstes mal die Maschen rauf. Das ist am Anfang ein bisschen chaotisch, die ich abstricken will. Wo ist der Faden dran? Hier. Das heißt also, ich will diese Maschen stricken, muss mir dann da das Seil rausziehen und die als allererstes mal auf die Nadel ziehen. Da ist schon. So. Das wird hinterher einfacher, wie gesagt, ne? Ich schiebe mir die schon mal alle hoch, dass ich die vom Seil runter habe und weiß, das sind die ersten Maschen, die ich abstricken muss.
Jetzt gucke ich wieder, dass ich das nicht verdreht habe. Das wird hinterher auch einfacher. Das könnt ihr hinterher besser sehen. Und jetzt starten wir ja mit Runde Nummer 2. Und jetzt mache ich das erstmal so, dass ich mir den runden Anfang hier so versetze, dass der nicht immer direkt am Anfang der Nadel ist, damit mir mein Maschenmarkierer nicht flöten geht, meinen runden Anfang Maschenmarkierer. Und deswegen stricke ich jetzt einfach mal 2 Maschen. Gar nicht wahr. Ich muss da den Markierer erstmal einsetzen. So, Entschuldigung. So, jetzt setze ich mir meinen Markierer für den runden Anfang ein. Jetzt stricke ich die 2 Maschen und ziehe hier nochmal die Nadel raus. Dann ist der hier nämlich zwischen den Maschen befestigt und stört mich nicht mehr. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir erstmal so, wir stricken glatt rechts, bis wir zu unserem Maschenmarkierer kommen. Und dann sehen wir uns wieder. Eine Masche vor dem Markierer halten wir an und wir machen uns jetzt eine, wie ich finde, der einfachsten Zunahmen. Und zwar stricken wir uns jetzt aus dieser Masche hier 2 Stück heraus. Und das machen wir, indem wir eine rechte Masche stricken und die aber nicht abmaschen. Das heißt, wir lassen diese Masche hier einfach auf der Nadel. Wir haben uns jetzt hier eine rechts gestrickt. Normalerweise würdet ihr das jetzt hier runterziehen, ne? Das machen wir aber nicht. Also wir stricken die rechts und lassen die Masche hier auf der Nadel. Und dann stricken wir uns hier hinten, nicht im Bild, ja. Also ihr dreht dann die Nadel und strickt hier hinten nochmal eine rechts verschränkt raus. So sieht das jetzt aus. Und dann könnt ihr die linke Nadel rausziehen. Dann habt ihr nämlich hier 2 Maschen. Eine, die aussieht wie eine rechte und eine, die aussieht wie eine linke Masche. Dann heben wir den Markierer rüber und machen das gleiche mit der Masche danach. Das heißt also auch wieder eine Masche rechts rausstricken und hier hinten eine Masche rechts verschränkt rausstricken. So sieht das aus. Dann werden wieder alle Maschen bis eine Masche vor dem nächsten Markierer werden rechts gestrickt. Und da machen wir genau das Gleiche. Also wieder eine Masche rechts und hinten auch noch mal eine Masche raus. Markierer rüberheben und danach noch mal das Gleiche. 2 Maschen aus einer rausstricken. Und das macht ihr jetzt an jeder Markiererstelle. Genau das. Dazwischen werden alle Maschen rechts gestrickt, eine Masche vor dem Markierer und eine Masche nach dem Markierer strickt ihr euch 2 Maschen raus, außer bei eurem runden Markierer. Deswegen nehme ich da mal ganz gerne einen anderen Markierer, damit ich mir da nicht auch noch irgendwelche Zunahmen reinstricke. Und wir sehen uns wieder, wenn wir die Runde beendet haben. Ich komme jetzt hier zum Ende der Runde. Hier ist jetzt mein Maschenmarkierer dazwischen, den nehme ich jetzt rüber. Das ist mein Maschenmarkierer vom runden Anfang. Und dann klickt ihr einfach eine Runde weiter. Jetzt haben wir Runde 3 und da stricken wir keine Zunahmen. Das heißt, da werden alle Maschen rechts gestrickt. Wir machen das mal einmal zusammen bis zum ersten Markierer. Moment, ich schiebe mir die mal eben drauf. Moment.
So, jetzt kommen wir hier zu unseren Zunahmen. Ne, die könnt ihr auch ganz gut erkennen. Da seht ihr, dass ihr in der vorherigen Runde zugenommen habt, weil jetzt hier nämlich diese linke Masche erscheint. Das kann man bei dieser Art der Raglan-Zunahme sehr gut erkennen. Und diese beiden Maschen werden auch ganz normal rechts gestrickt. Der Markierer wird in der ungeraden Runde einfach nur rübergehoben und alle Maschen werden rechts abgestrickt. Und nach dieser Runde sehen wir uns noch mal wieder. Dann machen wir noch mal eine Zunahme gemeinsam. Ich bin jetzt hier schon in Reihe 4. Ne? Hier ist mein Rundenanfang. Da habe ich jetzt schon ein paar Maschen gestrickt. Und wir stricken weiter alles rechts bis eine Masche vor dem Markierer. Jetzt haben wir ja wieder eine glatte Runde. Und wie ihr jetzt hier seht, haben wir die Zunahme nicht in der Vorrunde gemacht, weil da erscheint ja die rechte Masche, sondern in der Runde davor. Da ist unser Balken hier von der linken Masche. Ne? Wenn ihr das jetzt so seht, könnt ihr sehen, da haben wir einfach nur rechts drüber gestrickt. Also machen wir jetzt eine neue Zunahme. Einstechen, Faden holen. Und hinten nochmal einstechen. Faden holen. So sieht das aus. Maschenmarkierer rüber und hier noch mal genau das gleiche. Vorne eine rausstricken und hinten eine rausstricken. Habe ich den Faden nicht ganz erwischt? Und Masche von der Nadel gleiten lassen. Und das ist jetzt das Prinzip, was ihr jetzt für die ganze Zeit erstmal strickt. Eine Runde mit Zunahmen, eine Runde ohne Zunahmen. Nach unserem Prinzip hier werden die Zunahmen also immer dann gestrickt, wenn wir eine glatte Rundenzahl haben. Also 2, 4, 6, 8, 10 und in den Runden dazwischen wird immer keine Zunahme gestrickt. Und das Ganze muss jetzt für ein paar Zentimeter erstmal passieren. Ich schätze, dass ich für meine Tochter, ich will den ein bisschen größer machen, den Pullover, damit der den nächsten Winter natürlich auch noch mitgenommen werden kann. Bei Kindern finde ich das auch immer ganz gut, einfach mal eine Größe größer zu stricken. Ich schätze mal, dass ich bei ihr so 20 cm Raglanlinie stricken werde. Ich kann euch gleich mal eben Anhaltswerte geben für eure verschiedenen Größen. Wir haben das in dem Kell, mein erster RVO-Pullover, mal so grob bestimmt. Ihr könnt aber auch einen gut passenden Pullover abmessen. Machen das mal eben. Also, ich guck mal eben, wo ich meine Infos für die Raglan-Schräge habe. Da. Das sind so ungefähre Werte, an denen ihr euch vielleicht orientieren könnt. Ich stricke jetzt erstmal ein bisschen weiter. Dann zeige ich euch, wie diese Raglan-Linie entsteht und dann zeige ich euch, wie ihr das ausmessen könnt. Ihr müsst einfach vom Kragen dann an der Linie entlang messen. Und das sind vielleicht erstmal so Richtwerte. Also ich stricke jetzt ja 110, 116, wahrscheinlich eher nur 116. Also ich mache auf jeden Fall 20 cm. Ich habe aber auch das Modell hier. Ich kann zur Not nochmal anprobieren. Ich sage euch dann auf jeden Fall ja so 4 bis 5 Jahre, wie lang die Linie werden soll. Und das sind vielleicht so ungefähre Ergebnisse für die verschiedenen Größen, für die verschiedenen Erwachsenengrößen. Also wenn ihr euch das abfotografieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Der Vorteil jetzt bei diesem Raglan ist, ihr könnt auch immer anprobieren. Also wenn ihr diese Zentimeterzahl gemacht habt, könnt ihr das auch einfach mal überziehen und dann seht ihr schon, ob das gut sitzt. Ich würde sagen, wir stricken jetzt alle erstmal ein paar Runden. Und dann sehen wir uns, wenn wir schon ein bisschen größeres Ergebnis haben,
Und dann zeige ich euch nochmal, wie man misst. Viel Spaß! Also, ich habe jetzt bin fast am Ende von Runde Nummer 44 angekommen und habe in der letzten Runde 44 Zunahmen gestrickt. Und jetzt möchte ich die Farbe wechseln. Und ich habe ja dazwischen den Farbwechseln immer einen Streifen. Das heißt also, bevor ich mit dieser Farbe hier weitermache, stricke ich mir einen weißen Streifen noch da rein. Und den stricke ich mir in links rein. Ihr könnt jetzt nochmal überprüfen, ob ihr das, was ihr ausgerechnet habt, erreicht habt. Also ich hatte ja ausgerechnet, dass das 15 cm Länge ergeben sollen. Und das passt bei mir. Ne? Wenn ihr hier guckt, es sind genau 15 cm. Nach diesen 45 Reihen hatte ich das ja ausgerechnet. Das könnt ihr also so nochmal überprüfen. Wir können auch mal die Raglanlinie messen. Da muss ich, glaube ich, noch ein Stück. Oh, es geht hier schon kaputt, mein Maßband. Ja, also ich würde so 20, 21 cm machen. Also muss ich noch ein bisschen. Und ich bin jetzt hier fast am Ende der Runde angekommen. Stricke also jetzt einfach meine letzten Maschen hier noch rechts in meiner alten Farbe ab. Hier ist mein Maschenmarkierer und jetzt kommt mein neuer Rundenanfang. Das heißt, jetzt schneide ich mir diesen Faden ab und zwar so in einer Länge. Ach da. Dass ich ihn noch ganz gut vernähen kann und beginne jetzt hier mit diesem Rohweiß. Was war der Anfang da? Klick mir mal weiter. Jetzt kommt bei mir Reihe 45 und in dieser Reihe stricken wir linke Maschen. Lasst euch auch da wieder ein kleines Stückchen über zum Vernähen. No, Maschenmarkierer ist schon rausgeflogen. Wieder rein. Und wir stricken jetzt alle Maschen links. Ich empfehle diese Runde mit den linken Maschen auch in einer Reihe zu einer Runde zu machen, in der keine Zunahmen gemacht werden. Weil ihr die sonst ganz anders machen müsstet. Deswegen den Wechsel mit den linken Maschen jetzt, bevor die andere Farbe anfängt, einfach in einer Runde stricken, in der ihr eh keine Zunahmen macht. Und da ist dann auch wirklich nichts Schwieriges dabei. Ihr strickt einfach alle Maschen links, auch die Maschen hier der Raglanlinie. Und wenn wir am Ende der Runde angekommen sind, dann sehen wir uns wieder. Am Ende dieser Runde wechsle ich jetzt wieder zu einer anderen Farbe. Und deswegen schneide ich mir hier den weißen Faden ab und nehme mir jetzt meine nächste Farbe. Und die stricke ich jetzt auch wieder für 44 Reihen, Runden. Die nächste Runde wird wieder rechts gestrickt. Das heißt, ihr schlagt euch euren neuen Faden hier an. Ich werde das jetzt nullen, weil ich jetzt wieder 45 Runden stricke, also 44. Und deswegen null ich das jetzt und mache jetzt meine erste Runde. Und in der werden wieder die Zunahmen gestrickt. Vorhin war das ja anders. Da hatte ich ja in den ungeraden Runden hatte ich ja keine Zunahme. Und jetzt ist das halt bei mir anders. Aber ihr könnt das natürlich so machen, wie das gerade bei euch läuft. Ihr strickt jetzt dafür einfach wieder alles rechts, bis eine Masche vor eurem Markierer. Und die wird dann, da wird dann zugenommen, Markierer rüberheben, auf der anderen Seite auch wieder zunehmen und
ja, das ist im Grunde genommen schon alles. Wir machen das jetzt noch so lange, bis ich meine 20, 21 cm hier von der Raglan-Schräge erreicht habe. Ich denke mal, ich werde noch so 2, 3 Runden stricken und dann machen wir uns an die Aufteilung. Und wenn ihr eure Raglan-Linie fertig gestrickt habt in der passenden Länge, dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt die passende Länge für meine Raglan-Schräge hier erreicht und werde jetzt in der folgenden Runde die Aufteilung vornehmen. Und dazu strickt ihr auch einfach wieder glatt rechts, bis ihr bei eurem ersten Markierer ankommt, und dann sehen wir uns wieder, um die Ärmelmaschen stillzulegen. Um die Ärmelmaschen stillzulegen, verwende ich immer so einen Fadenrest. Ich verwende den auch immer wieder. Also da gibt es aber auch so Klammern, je nachdem, was ihr da habt. Ne? Könnt ihr machen, wie ihr dann möchtet. Also, ich bin jetzt nach dem Rundenbeginn hier an meinem ersten Markierer angekommen. Stricke also meine letzte Masche vor dem Markierer. Und jetzt kann ich mir den entfernen. Dann ziehe ich mir die rechte Nadel hier raus, dass mir hier nichts verloren geht, und fädel mir meinen Maschenhalter, also meinen Fadenrest in dem Fall, hier auf eine Vernähnadel. Und jetzt, das sind ja hier die Ärmelmaschen, fädel ich mir alle diese Maschen bis zum nächsten Markierer auf diesen Faden. Und ich mache das immer einfach so, dass ich die mir so runterhebe mit der Nadel. Man kann auch die Nadel einmal hier so entlang überall durchstechen. Das ist also, ne, da hat jeder so seine eigene Technik. Und dann zieht ihr euch die auf den Faden hier. Also ich hebe die einfach immer ab, auf die Nadel rüber. Und dann kann man sich immer zwischendurch hier den Faden durchziehen und dann sind die hier gesichert auf dem Faden. Das macht ihr also, bis ihr hier an dem Markierer angekommen seid und ihr alle Maschen aufgefädelt habt, und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt hier direkt vor dem Markierer angekommen, heb mir noch die letzte Masche rüber auf meinen Faden. Dann ziehe ich mir hier die Nadel raus, entferne auch diesen zweiten Markierer, ziehe mir das hier eben raus, damit mir hier nichts verloren geht. Und jetzt könnt ihr euch das hier einfach mit dem Faden zusammenknoten. Ich mache da immer eine Schleife, so eine Doppelschleife rein, dass mir das nicht aufgeht und das gut gesichert ist. Dann kann ich das nämlich wieder aufmachen und diesen Faden sogar nochmal verwenden. So, jetzt stricken wir einfach weiter. Wir haben jetzt den Ärmel hier gesichert. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Nadel rausziehen, und zwar stricken wir jetzt unser Vorderteil. So sieht das jetzt hier aus, ne? Ihr habt jetzt hier die Maschen vom Ärmel und wir stricken einfach ganz normal weiter rechte Maschen. Also die zieht ihr ein bisschen an, die nächste zieht ihr auch ein bisschen an. Es wird trotzdem ein Loch entstehen, aber das macht nichts. Darum kümmern wir uns ganz zum Schluss. Und jetzt strickt ihr einfach alle Maschen rechts, bis ihr beim nächsten Markierer ankommt. Und dann macht ihr mit den Ärmelmaschen genau das gleiche wie das, was wir mit dem ersten Ärmel gemacht haben. Das heißt also, ihr strickt jetzt hier weiter euer Vorderteil. Wenn ihr hier ankommt, dann nehmt ihr den Markierer raus, fädelt euch diese Maschen hier auf einen Faden, nehmt den Markierer raus, und dann sehen wir uns am Ende der Runde nochmal wieder. Ich habe jetzt die Aufteilungsrunde fertig gestrickt und jetzt sieht das Ganze so aus. Ne? Jetzt sieht man schon, dass es ein Pullover wird, und wir stricken jetzt hier gerade runter, und zwar einfach immer in Runden. Ohne Zu- und Abnahmen. Das wird jetzt also einfach gerade runter gestrickt. Und ich mache jetzt in dieser Farbe auch insgesamt 44 Reihen. Danach folgt wieder eine Reihe Runde mit linken Maschen.
in Runde Nummer 45. Und dann setze ich meine dritte Farbe an und stricke damit auch wieder 44 Runden. Das ist also jetzt im Grunde genommen das Prinzip für unseren Pullover gerade runter. Und wir sehen uns dann, wenn ihr alle eure Runden gedreht habt und ihr fertig seid mit der Länge eures Pullovers und euren Blockstreifen. Und dann sehen wir uns wieder, um ein Bündchen zu stricken. Und danach kümmern wir uns dann noch um das Bündchen hier oben am Hals. Und wir kümmern uns dann auch noch um die Ärmel. Also wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Rundendrehen. Immer nur schön rechte Maschen rundherum, bis ihr zum Farbwechsel kommt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ihr die Länge erreicht habt, die ihr haben wollt. Viel Spaß! Ich habe jetzt die gewünschte Länge für meinen Pullover erreicht. Und zwar habe ich jetzt auch nochmal in diesem Bärenton 44 Reihen gestrickt. Ich stricke noch meine letzte Masche. Und dann geht es auch hier weiter mit der einen Reihe mit den linken Maschen in Weiß. Das heißt, wir schneiden uns unseren Faden hier ab und schlagen jetzt wieder die weiße Farbe an. Wenn ihr zwei fertig strickt, legt ihr euch einfach auch wieder die Fäden nebeneinander, lasst euch ein kleines Ende da und startet jetzt mit den linken Maschen einmal komplett rundherum und dann kümmern wir uns um das Bündchen. Also einmal alle Maschen rundherum links stricken und dann sehen wir uns für das Bündchen wieder. Wir sind am Ende der Runde mit den linken Maschen angekommen. Und ich wechsle jetzt zu einer kleineren Nadel. Ich nehme jetzt hier eine 3,5er. Ihr könnt aber auch eine ganze Nadelstärke runtergehen. Und ich stricke mir die jetzt einfach in meinem Bündchenmuster hier auf eine neue Nadel. Ich habe mich jetzt hier für eins meiner Lieblingsbündchen entschieden. Und zwar eine Masche rechts verschränkt und eine Masche links. Und das immer im Wechsel. Ihr könnt aber hier natürlich auch jedes Bündchen stricken, das ihr möchtet. Ne? Für rechts verschränkt stecht ihr einfach von hinten ein, holt euch die Masche und strickt sie ab. Dann eine Masche links, dann hier hinten wieder einstechen, eine Masche rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt. Und das Ganze immer in der Runde rum. Am Ende der Runde setze ich mir meinen Markierer wieder rein. Dann habe ich, jetzt würde er mir eh nur von der Nadel rutschen. Und dann würde ich das Ganze für erstmal für ein paar Zentimeter machen. Also ich gucke immer mir die Länge des Pullovers an. Entweder messe ich dann aus und gucke, was mir noch fehlt an Länge und stricke das Bündchen dann so lang. Oder ich gucke einfach so optisch, das ist eigentlich bei mir meistens der Fall, dass ich dann optisch gucke, was ich am schönsten finde. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Bündchen fertig gestrickt haben. Und dann geht's weiter. Viel Spaß! Wenn ihr die gewünschte Länge für euer Bündchen erreicht habt, das ist jetzt bei mir der Fall, so sieht das aus, dann ketten wir das Ganze ab. Dazu könnt ihr den Markierer rausnehmen. Und wir stricken die erste Masche rechts verschränkt, die zweite Masche links und dann steche ich durch diese beiden gestrickten Maschen ein mit der linken Nadel, so dass ich die quasi auf beiden Nadeln habe, halte mir die hier mit dem Daumen fest und hole mir hinten rechts verschränkt den Faden durch. So, dann habe ich die erste Masche sozusagen abgekettet. Jetzt stricke ich wieder die Masche so, wie sie erscheint,
Steche mit beiden Nadeln durch beide Maschen durch. Hol mir mit der rechten Masche den Faden. Oh, ich habe hier keinen Biegungsspielraum. Hier hinten durch. So. Jetzt erscheint hier eine linke Masche, also stricke ich die links und ich kette wieder ab, indem ich mir hinten den Faden durch beide Maschen durchziehe. Ich kann das immer ganz schlecht langsam machen und zeigen. Bei mir geht das immer besser, wenn ich das schneller mache. Die nächste Masche wieder abstricken, durch beide durch, Faden hinten durch. Und so ketten wir jetzt unser ganzes Bündchen unten ab und wenn das geschafft ist, dann sehen wir uns wieder. Als nächstes kümmern wir uns hier um den Halsausschnitt. Und zwar werden wir dazu einfach hier am Rand entlang einmal rundherum Maschen aufnehmen. Das machen wir auch mit der kleineren Nadel, also mit der gleichen Nadel, mit der ihr auch hier unten euer Bündchen gestrickt habt. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ich brauche Wolle. Ich fange jetzt einfach hier hinten an, wo ich sowieso schon den Faden habe zum Vernähen. Dann kann ich die nämlich zusammen vernähen. Und zwar stecht ihr dazu, um Maschen aufzunehmen, hier von außen nach innen ein. Nicht so rum, ne, sondern so rum. Sucht euch einfach hier die Maschen aus. Ihr könnt das also, wenn ihr das auseinanderzieht, gut sehen, wo überall Maschen sind. Ne? 1, 2, 3, hier sind die. Und hier ist meine erste Masche, die nehme ich nicht, sondern ich nehme das hier an der zweiten Masche. Dann lasse ich mir hier auch ein Stück Faden über, damit ich das am Ende vernähen kann. Und falls euch das zu schwer fällt, könnt ihr die auch mit einer Häkelnadel rausholen, ne? Wenn euch das hier zu schwer rausgehen sollte, könnt ihr eine ganz kleine Häkelnadel nehmen und dann so die Maschen aufnehmen. Das Ganze, so wie ich es jetzt hier zeige, immer einstechen, Faden holen, Masche auf die Nadel, ne? Macht ihr jetzt einmal rundherum, bis ihr hier wieder angekommen seid und dann sehen wir uns wieder. Am Ende der Runde angekommen, ziehe ich mir das jetzt wieder hier aufs Seil und stricke dieses Bündchen jetzt auch mit der Magic Loop Methode. Und ich stricke das gleiche Bündchenmuster wie unten. Das heißt also, ich mache hier auch wieder rechts verschränkt, links. Ne? Eine rechts verschränkt, eine links. Und ihr könnt das natürlich auch anders machen. Das ist einfach eine Geschmackssache. Und hier habe ich mir jetzt den Faden eingewickelt. Das sind die Fäden weg, alles sortieren hier. Und dann geht das schon los. Ich denke, ich werde es so für mindestens 3 cm machen. Ich muss mir das dann mal angucken. Ich entscheide das oft nach optischen Gesichtspunkten. Das ist aber auch einfach Geschmackssache. Ihr müsst nur bedenken, relativ kurze Bündchen neigen dazu, sich umzuklappen. Das kann man durch verschiedene Sachen verhindern. Unter anderem dadurch, dass man einfach ein längeres Bündchen strickt. Ja, wir schauen einfach mal, wie das aussieht. Und ich melde mich bei euch, wenn ich meine gewünschte Bündchenlänge erreicht habe. Und dann erkläre ich euch noch was zur Farbberechnung für die Ärmel. Und dann starten wir mit den Ärmeln. Bevor ich das Bündchen jetzt abkette, werde ich noch eine Runde mit rechten Maschen drüber stricken und mir ein paar Maschen abnehmen. Wie viele Abnahmen ihr strickt, hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie weit euer Halsbündchen ist und wie viel Platz ihr braucht, um euren Kopf dadurch zu bekommen. Bei mir ist es nicht ganz so weit, deswegen werde ich jetzt, ich muss mal gucken, vielleicht jede 9. und 10. Masche zusammenstricken. Wenn ihr das enger haben wollt, dann müsst ihr natürlich mehr Maschen zusammenstricken. 3, 4, 5, 6, 7,
8 und ich stricke jetzt einfach Masche 9 und 10 rechts zusammen. Ne? So, und wenn ihr das Ganze enger haben wollt, könnt ihr zum Beispiel jede dritte und vierte Masche zusammenstricken oder jede fünfte und sechste. Also je mehr Abnahmen ihr strickt, desto enger wird das. Aber bedenkt dabei, wie gesagt, dass euer Kopf auch noch durchgehen muss. Ne? Dann würde ich sagen, machen wir das und dann ketten wir das Bündchen ab. Das machen wir genauso wie unten bei dem Bündchen, das abketten. Ne? Und dann sehen wir uns gleich für die Ärmel wieder. Jetzt im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Ärmel. Und da ist es so, wenn ihr im Vorhinein planen wollt, wie ihr eure farbliche Gestaltung macht, könnt ihr euch das ausrechnen. Ich habe an einem Pullover, der sehr gut passt im Moment, den Ärmel ausgemessen. Und zwar von der Achsel, hier setzt ihr an, bis zum Ende des Ärmels. Ich habe den inklusive dem Ärmelbündchen gemessen. Und ich habe dabei 28 cm ist bei mir jetzt rausgekommen. Da ich den Ärmel etwas länger haben will, weil die Größe ja die nächste Größe für meine Tochter wird, mache ich jetzt diese 28 cm Länge in glatt rechts und stricke dann anschließend noch ein Bündchen dran, sodass der Ärmel insgesamt länger wird. Jetzt könnt ihr euch das ausmessen und dann könnt ihr euch das mit euren Farben ausrechnen. Bei mir, bei der Maschenprobe, die wir ja ganz am Anfang gemacht haben, hier kam ja raus, dass 3 Maschen 1 cm in der Höhe ergeben. Und da ich 28 cm haben will, rechne ich jetzt einfach 28 mal 3 und habe dann die Reihen, die ich stricken muss. Das sind 84 Reihen insgesamt. Und da ich noch 2 Farben einarbeiten will, einmal diese und einmal diese, teile ich mir das nochmal durch 2. Das heißt also, ich habe dann 42 Reihen oder in meinem Fall Runden, weil ich den Ärmel in Runden stricke, pro Farbe. Das könnt ihr euch also so ausrechnen. Das heißt, wenn ihr mehrere Farben nehmt, ne, könnt ihr das natürlich auch dann hier durch 3 teilen, wenn ihr 3 Farben habt, oder durch 4 teilen, wenn ihr 4 Farben habt. Ne? Das könnt ihr also ganz nach euren Wünschen gestalten. Ich nehme mir jetzt hier die Maschen auf und dann starten wir mit dem Ärmel. Um die Ärmel zu stricken, wechsle ich jetzt wieder zur gleichen Nadel, mit der ich auch den Rumpf gestrickt habe und hier oben den Raglan. Dann nehmen wir uns einfach unsere Nadel und mit unserem Seil und heben uns jetzt diese Maschen, die wir hier stillgelegt haben, auf unsere Nadel. Dazu schieben wir die einfach durch und spießen uns hier die Maschen immer in der gleichen Abfolge hier von rechts nach links auf unsere Nadel. Und wenn wir das gemacht haben, also einmal rundherum, dann sehen wir uns wieder. Manchmal sind die hier so ein bisschen eng gezogen, das macht aber nichts. Da kann man sich dann schon so durchfummeln. Bei mir ist das sowieso noch ein bisschen schwieriger, weil ich 2 Fäden habe. Bei einem Faden geht das einfacher, aber das ist auch einfach eine Übungssache. Irgendwann trifft man das. Versucht immer, dass euer Rettungsseil hier, wo eure stillgelegten Maschen drauf liegen, nicht mit aufzuspießen. Sonst muss man das nachher nämlich zerschneiden. So, wir nehmen alle Maschen rundherum auf und dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt alle meine Maschen auf dem Seil. Rein theoretisch könnt ihr diesen Faden jetzt rausziehen, da eure Maschen ja jetzt hier auf dem Seil sicher sind. Ich lasse den allerdings immer drin, bis ich meinen Ärmel komplett fertig habe, weil so habe ich nämlich auch noch ein Rettungsseil. Das heißt, wenn mir irgendwie ein Fehler passiert oder gerade jetzt beim Design ich im Laufe des Prozesses feststelle, ach, das gefällt mir gar nicht, ich will jetzt doch noch mal was ändern, dann kann ich es einfach aufziehen und die Maschen sind hier noch gesichert und fangen wieder von vorne an. Deswegen, mich stört das Seil nicht, ich lasse es immer drin, ihr könnt es aber auch rausnehmen. So,
Jetzt schlagen wir uns unsere neue Farbe an. Und zwar ziehen wir uns einfach das Seil wieder hier raus. Wir arbeiten hier wieder mit dieser Magic Loop Methode. Ich schiebe mir jetzt hier meine zu strickenden Maschen auf die Nadel und schlage mir jetzt, das ist ja jetzt die Farbe, mit der wir weitermachen, die schlage ich mir jetzt hier neu an. Ich habe nicht mehr so ganz so viel, aber ich hoffe, also ich meine, das sind ja auch so Erfahrungswerte, es müsste eigentlich reichen, um zwei Ärmel da noch rauszukriegen. Also halbe, weil ich ja jetzt nur die Hälfte des Ärmels damit stricke und dann eine andere Farbe nehme. So. Für den Ärmel stricke ich einfach glatt rechts in Runden. Und was die Form des Ärmels angeht, könnt ihr jetzt noch überlegen, wie ihr das gestalten wollt. Ich werde eine leichte Abnahme mit reinbringen, sodass die etwas schmaler werden nach unten hin. Ihr könnt diese Abnahmen natürlich in geringeren Abständen machen, dann werden die noch schmaler. Ihr könnt den Ärmel komplett ohne Abnahme stricken und dann erst unten vom Bündchen eine Reihe mit Abnahmen stricken. Da sind also ganz viele Designmöglichkeiten offen. Ich werde jetzt in jeder achten Runde Abnahmen stricken und deswegen nehme ich mir also auch hierfür wieder meinen Rundenzähler zu Hilfe, damit ich zum einen weiß, wann ich die Farbe wechseln muss und zum anderen weiß, wann ich abnehmen muss. Das heißt also, das ist jetzt meine erste Runde. Und wenn wir in Runde Nummer 8 sind, dann sehen wir uns wieder für die Abnahmen. Ach so, wenn ihr gleich hier unten ankommt, könnt ihr hier unten auch noch Maschen aufnehmen. Das mache ich aber nicht. Ich nehme mir das hinterher lieber zu, weil mein Ärmel breit genug ist. Also das könnt ihr aber machen, wie ihr möchtet. Entweder ihr nehmt hier unten dann noch Maschen auf oder ihr macht das so wie ich. Das sind hinter zwei, drei Stiche und dann ist das zugenäht. So, ich bin jetzt hier unterm Ärmel angekommen. Ich zeige euch einfach jetzt nochmal, wie ich das mache. Ich nehme jetzt erstmal einen Maschenmarkierer und hänge mir den ein. Wobei ich immer unterm Ärmel finde, das kann man ganz gut sehen. Aber damit ich immer daran erinnert werde, auf meinen Rundenzähler zu klicken, hänge ich mir den jetzt ein. So, und jetzt ziehe ich mir hier wieder das Seil raus, schiebe meine Maschen drauf und ziehe jetzt einfach hier die Runde dann gleich an. Ne? Jetzt kommt die zweite Runde. Jetzt muss ich mir mal eben hier den Faden festhalten, den neu angesetzten. Und dann strickt ihr einfach weiter rundherum, bis wir 7 Runden gestrickt haben. Dann sehen wir uns wieder. Am Ende von Runde Nummer 7 klicken wir auf Runde Nummer 8, nehmen den Maschenmarkierer rüber und stricken jetzt Abnahmen. Und zwar 2 Stück in dieser Runde. Einmal direkt am Anfang und einmal am Ende. Das heißt, wir stricken einfach die ersten beiden Maschen hier auf der Nadel rechts zusammen ab. Ihr stecht also durch beide Maschen durch, holt euch den Faden, am besten beide Fäden, so, und habt jetzt aus 2 Maschen eine gemacht. Dann strickt ihr einfach alle weiteren Maschen rechts ab, bis ihr am Ende der Runde noch 2 Maschen über habt. Und da macht ihr nochmal genau das Gleiche. Die letzten beiden Maschen werden rechts zusammengestrickt. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich bei den letzten beiden Maschen hier vom Maschenmarkierer wieder angekommen bin.
Hier sind jetzt die letzten beiden Maschen vor dem Maschenmarkierer. Also wir sind hier am Ende von der achten Runde. Und jetzt stricken wir auch diese beiden Maschen rechts zusammen ab. Haben also jetzt in dieser Runde zwei Abnahmen gemacht. Und das machen wir jetzt in jeder achten Runde. Das heißt also, ihr strickt jetzt wieder 7 Runden glatt rechts drüber und macht in der nächsten achten Runde wieder eine Abnahme. Dann wieder 7 Runden glatt rechts drüber und in der achten wieder 2 Abnahmen. Das macht ihr also so lange, bis wir mit dem Ärmel fertig sind. Oder bis ihr eure quasi Breite erreicht habt, die euch gefällt. Wir sehen uns dann zum Bündchen. Das heißt also, ich stricke jetzt in jeder achten Runde meine Abnahme. Und wenn ich insgesamt 42 Runden gestrickt habe, wechsle ich nochmal die Farbe. Und nach weiteren 42 Runden in der zweiten Farbe sehen wir uns dann nochmal wieder für das Bündchen. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Bis später. Ich bin jetzt hier am Ende meines Ärmels angekommen. Ich habe jetzt die gewünschte Länge des Ärmels erreicht und stricke mir nun ein Bündchen. In der letzten Reihe habe ich jetzt, bevor das Bündchen beginnt, jede vierte und fünfte Masche zusammengestrickt. Das heißt, ich habe immer 1, 2, 3 Maschen rechts gestrickt und dann habe ich diese beiden 4 und 5 rechts zusammengestrickt. Das ergibt unten nochmal ein bisschen eine Verschmälerung. Da müsst ihr aber dann gucken, ob das auch noch passt mit eurem Handgelenk. Ne? Falls ihr also jetzt einen recht langen Ärmel gestrickt habt und ihr habt fleißig Abnahmen gestrickt, müsst ihr einfach gucken, ob ihr das zum einen noch passt und zum anderen, ob euch das optisch gefällt. Ne? Das ist also kein Muss, sondern das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, jetzt stricke ich das Bündchen und zwar im bekannten Muster. Eine rechts verschränkt und eine links. Und zwar stricke ich das für 9 Reihen und dann werde ich es elastisch abketten. Der Pullover ist jetzt über so einen langen Zeitraum hier entstanden, dass ich gar nicht mehr weiß, ob wir schon elastisch abgekettet haben gemeinsam. Deswegen machen wir das am Ende nochmal. Das heißt, ihr strickt jetzt euer Bündchen so lang, wie ihr das haben wollt. Ich mache das für 8 Reihen, also Runden. Und dann sehen wir uns am Ende wieder für das elastische Abketten und dann vernähen wir noch die Fäden. Da kann ich euch auch noch zeigen, was ihr da noch beachten könnt, um halt diese Farbwechsel auf der richtigen Seite schön erscheinen zu lassen, dass man diese Übergänge nicht sieht. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns fürs Abketten gleich wieder. Viel Spaß! Die letzte Runde meines Bündchens ist gestrickt und jetzt ketten wir ab. Jetzt ist mir nur gerade aufgefallen, dass ich wieder vergessen habe, hier die Nadel zu wechseln. Großartig, ich bin so super schön und konzentriert. Der Markierer kann raus und jetzt machen wir uns eine elastische Abkettkante. So. Die braucht ihr nicht unbedingt machen. Ich mache die, damit das hier unten nicht zu eng wird und gut über das Handgelenk dann geht. Dazu stricken wir auch die ersten beiden Maschen, so wie sie erscheinen. Das heißt, eine rechts verschränkt und eine links. Und dann heben wir uns die hier nochmal rüber auf die linke Nadel, stechen mit der rechten Nadel hinten ein, sodass diese zwei Maschen auf beiden Nadeln liegen. Ich halte mir die mit den Faden hier mit dem Zeigefinger ein bisschen zurück und dann hole ich mir diesen Faden und hole mir den hier hinten durch. Das klappt immer nicht so gut, wenn ich das filmen will. Da,
So, jetzt haben wir unsere erste Masche abgekettet. Die nächste stricken wir wieder so, wie sie erscheint. Dann stechen wir die linke Nadel vorne ein, die rechte ist hinten. Holen uns hinten den Faden durch beide Maschen durch. Das ist eine linke Masche. Stechen mit der linken Nadel hier wieder rein. Der rechten hinten durchholen. Und das machen wir ja einmal die ganze Reihe rum. Das dauert ein bisschen länger, finde ich, als das normale Abketten. Aber sorgt dafür, dass das Ganze elastischer ist. Je nachdem, wie eng dann euer Bündchen unten schon ist, kann das also dann helfen. So, das machen wir also einmal rundherum und dann sehen wir uns nochmal wieder, um die Fäden zu vernähen. Der Pullover ist fertig. Jetzt werden wir noch ein paar Fäden vernähen. Und dann, achso, ich habe hier noch meinen Ärmelrettungsfaden drin, den nehme ich noch raus, das kann ich gleich machen. Zeige ich euch erstmal eben, wie ihr Fäden vernäht. Dazu zieht ihr euch einmal alles auf links. Und dann sehen wir uns auch hier dieses ganze Fadenchaos an. Das sind die Ärmel. Hier am Körper ist es ein bisschen weniger, weil wir da nicht ganz so viele Farbwechsel hatten. Und dann benötigt ihr im Grunde genommen eine Schere und eine Vernähnadel. Da ist sie. Und dann geht's los. Ich zeige euch das jetzt am besten hier bei dem Farbwechsel. Da entsteht ja immer so ein kleines Loch, weil einfach die Fäden hier nicht miteinander verbunden sind. Ne? Die sind locker. Und dazu mache ich als allerersten Schritt einmal Folgendes. Ich ziehe mir alle Fäden einmal leicht an. Und zwar so, dass die Maschen, die da drunter liegen, die Größe, die ursprüngliche Größe von allen anderen Maschen haben. Ne? Also das darf nicht zu fest gezogen werden, weil dann werden die Maschen hier kleiner, erscheinen die auf der anderen Seite kleiner. Und dann könnt ihr euch das einmal so hinlegen, wie es rauskommt. Ne? Hier, so. Dann fangen wir einfach mit dem an. Ich vernehme mir das jetzt überkreuzt. Das heißt, das Weiß so, die Beerenfarbene, die kommt hier raus, die vernähe ich in diese Richtung. Und die kommt hier raus, die vernähe ich so und die vernähe ich wieder so. Nee, so, genau, andersrum, so rum. Aber das machen wir alles nacheinander. Jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten Faden an. Der ist ein bisschen kurz, aber das macht nichts. Ich gehe immer mit der linken Hand von innen rein, dass ich mir da vorne auf der anderen Seite nicht den Pullover zunähe. So, jetzt nehmen wir das mal hier näher ran. Jetzt sehen wir, hier kommt der Faden raus. Und ich möchte ja, dass sich diese Lücke, die man hier sieht, wenn man das auseinanderzieht, schließt. Das heißt also, ich nehme diesen Faden und steche jetzt erstmal auf der anderen Seite ein. Seht ihr, da haben wir schon eine Verbindung gemacht und das Loch ist schon kleiner. Und dann könnt ihr im Grunde genommen einfach ganz normal vernähen. Also diese Wolle ist ja jetzt dadurch, dass sie doppelfädig ist, auch so dick, dass es wirklich auf der anderen Seite nicht durchscheint. Ich nähe immer eigentlich in beide Richtungen hoch runter. Für ein paar Stiche. Überbimmelt. So. Ich würde das nicht so fest rausziehen, ne? Dann lasse ich immer so ein kleines Stück dran und schneide den ab. So, dann kümmern wir uns jetzt um den nächsten Faden. Nehmen wir den, der ist sehr lang. Einfädeln. Ein Ärgernis mit diesen doppelten Fäden. Gut ist, dass diese Nadelöhre sich hier vergrößern lassen. So, dann nehme ich wieder, gucke ich wieder von der Seite hier
Und dann gehe ich hier drunter. Na. Und seht ihr auch da, haben wir dieses Loch schon wieder ein bisschen verschlossen. Und dann wird einfach wieder hoch und runter genäht. Und das Gleiche macht ihr jetzt mit allen Fäden. Ich kann mal gucken, ob man das auf der anderen Seite jetzt schon sieht. Ja, auf der anderen Seite sieht man schon, das Loch ist also schon verschwunden. Ja. So geht ihr jetzt mit allen Fäden vor. Und dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euren Pullover geschafft. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Tragen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schaut wieder rein, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.